Wo ist die mysteriöse dunkle Materie? Woraus besteht sie? Fachleute, sind ihr jetzt im Halo unserer Galaxie, der Milchstraße, auf der Spur? Es ist ein völlig neuer Blick in den äußeren Bereich der Milchstraße, dem Halo und auf der Basis von Daten der NASA und ESA. Denn mit Hilfe der neuen Karte des äußeren Halos unserer Galaxie könnten wir endlich der dunklen Materie auf die Spur kommen. Handelt es sich bei diesem Bereich sogar um den Speicher der dunklen Materie? Klickt zum Science in Future, hier gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Mit dem Begriff Halo meinen Fachleute das, was sich rings um die Scheibe, die meist als eigentliche Galaxie betrachtet wird, befindet. Es handelt sich um eine annähernd sphärische, also kugelförmige Region, in der Kugelsternhaufen und Sternströme ihren Platz haben. Genauso wie eine Menge an Gas, Plasma und vielleicht eben auch die mysteriöse dunkle Materie ist im Halo von Galaxien zu finden. All das gehört also zum sogenannten gravitativen Einzugsgebiet einer Galaxie. Und das alles ist nicht ohne, denn die Gravitationswirkung der dunklen Materie im Halo hat großen Einfluss auf das Verhalten der gesamten Galaxie. Der innere Bereich des Milchstraßenhalos konnte in der Vergangenheit schon ziemlich gut erforscht werden. Ganz anders sieht es dagegen mit dem Außenbereich aus. Dieser ist mehr als 200.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt. Doch genau dort erhoffen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler spannende Erkenntnisse. Beispielsweise Hinweise auf die Wechselwirkung unserer Galaxie mit nahen Nachbarn. Nun gelang eine spektakuläre Premiere in diesem Zusammenhang. Das US-Forschungsteam vom Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics konnte eine neue Karte des äußeren Milchstraßenhalos erstellen. Auf Grundlage der Daten des NASA-Teleskops WISE und des ESA-Satelliten Gaia gelang es ihnen, die Entfernung und Bewegung von rund 1300 massereichen Sternen aus dem Halo zu ermitteln. Durch diese aufwendige Analyse offenbarten die Fachleute somit verschiedene Zonen stellarer Ansammlungen bis in eine Entfernung von, Achtung, 325.000 Lichtjahren vom galaktischen Zentrum entfernt. Genau in dieser Region vermutet man, nochmal Achtung, einen gigantischen Speicher für dunkle Materie. Dunkle Materie in aller Munde, doch trotz intensiver Forschung hat sie noch nie jemand gesehen oder gefunden. Es ist lediglich eine Hypothese, also eine Annahme. Vorstellen kann man sich die dunkle Materie vielleicht als sehr feinen und nicht sichtbaren Nebel, der zwischen den Sternen umherwirbelt. Oder es sind eben schwarze Löcher, von denen ja immer mehr entdeckt werden. Aber im Fall der aktuellen Studie gehen die Forschenden eher von kleinen Teilchen aus. Und obwohl sie nicht direkt sichtbar ist, macht sich dunkle Materie indirekt eben schon bemerkbar. Und zwar durch ihre Schwerkraft, die ganze Galaxien um sich gruppiert und die auseinanderfliegen würden, wenn es die dunkle Materie nicht gäbe. Denn den gängigen Theorien zufolge ist dunkle Materie also durch ihre Wirkung als eine Art Klebstoff dafür verantwortlich, dass wir überhaupt existieren. Hält sie sich also im äußeren Halo der Milchstraße versteckt? Kommen wir nun durch die neue Kartierung endlich auf die Spur? Bisher gab es immer eine große Herausforderung bei der Erforschung der Milchstraße, unsere Position innerhalb der Spiralgalaxie. Dadurch ist es äußerst kompliziert, deren Außenbereiche genauer zu analysieren. Und genau das ist der Grund, warum die Ausdehnung des Halo und auch die Zusammensetzung der Milchstraße bisher nur teilweise erforscht ist. Immer wieder werden neue Studien veröffentlicht, die überraschende Erkenntnisse über unsere Heimatgalaxie offenbaren. So konnte mit Hilfe des Röntgenteleskops XMIM erst vor kurzem festgestellt werden, dass der Halo der Milchstraße wohl heißer und eisenärmer ist als bislang angenommen. Erst Ende des vergangenen Jahres 2020 hatte ein internationales Forschungsteam eine weitere spektakuläre Entdeckung machen können. Die Fachleute hatten herausgefunden, dass sich der Halo unserer Milchstraße und der Halo der Andromeda-Galaxie bereits überlappen. Demnach erstreckt sich Andromedas Halo 1,3 Millionen Lichtjahre weit in Richtung der Milchstraße. Das entspricht rund der Hälfte der Distanz zwischen den eigentlichen Galaxien. Zudem gehen die Fachleute davon aus, dass auch für den Milchstraßen-Halo Ähnliches gilt. Die Einflusssphären der beiden Galaxien stoßen dieser Studie zufolge also bereits aufeinander. Im Klartext bedeutet das, dass die Kollision oder aber Verschmelzung von Milchstraße und Andromeda-Galaxie bereits jetzt begonnen hat. Darüber hatten wir ja berichtet. Für diese Betrachtungsweise kommt es vor allem darauf an, wo man die Außengrenzen einer Galaxie
sie ansetzt. Und das ist eben eine äußerst schwierige Kiste, denn im gesamten Kosmos ist eine Grenzziehung nicht sehr eindeutig. Um diese Frage zu klären, hatte das internationale Forschungsteam das Hubble-Weltraumteleskop zu Hilfe genommen und damit das UV-Spektrum von 43 fernen Quasaren analysiert. Deren Licht scheint durch den Halo der Andromeda-Galaxie. Hier ging es vor allem um die Frage, wie groß und wie strukturiert dieser Halo ist. Dazu die beteiligte Wissenschaftlerin Samantha Barrick von der Yale University. Die riesigen Halos um Galaxien zu verstehen, ist enorm wichtig, denn diese Reservoire enthalten den Rohstoff für künftige Sternbildung in der Galaxie, aber auch die Ausströme von vergangenen Ereignissen wie Supernovae. Der Halo ist daher voller Informationen über die Vergangenheit und Zukunft einer Galaxie. Zudem verrät die Ausdehnung des Halo einiges über die gravitative Einflusssphäre einer Galaxie. Die Messungen aus dem vergangenen Jahr legen zweifelsfrei nahe, dass der Andromeda-Halo deutlich größer ist als bislang angenommen. Den Schätzungen der Fachleute zufolge könnten des Weiteren im Halo unserer Nachbargalaxie, Achtung, rund 40 Milliarden Sonnenmassen an ionisiertem Gas enthalten sein. Dieses ist offenbar aber alles andere als gleichmäßig verteilt. Stattdessen offenbart sich eine komplexe Struktur aus zwei ineinanderliegenden Schalen. Auch zu der Zusammensetzung konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mehr erfahren. Im Inneren der Schale befinden sich schwere Elemente und das Gas ist weniger stark ionisiert. Dazu schreibt das Forschungsteam, dies geht wahrscheinlich auf die Supernova-Aktivität in der galaktischen Scheibe zurück, die den inneren Halo direkt beeinflussen. Die bei den Sternenexplosionen ausgeschleuderten Elemente werden bis in den inneren Halo geschleudert und prägen daher dessen Strömungen und Zusammensetzung. Der äußere Teil des Halo bewegt sich dagegen einheitlicher, ist ärmer an schweren Elementen, heißer und stärker ionisiert. Nach Ansicht des Forschungsteams erlaubt das möglicherweise auch Rückschlüsse auf den Halo der Milchstraße. Basierend auf unseren Ergebnissen ist es wahrscheinlich, dass die Milchstraße nicht nur eine ausgedehnte Hülle aus heißem Gas besitzt, sondern auch ein zirkumgalaktisches Medium aus warmem und kaltem Gas, das ähnlich weit hinausreicht wie bei Andromeda. Die neue Studie offenbart jetzt zwei auffällige Zonen im Milchstraßen-Halo. Zum einen eine diffuse große Dichteansammlung in der Nordhälfte, dazu schreibt das Forschungsteam, die Überdichte im Norden überspannt fast ein Viertel des gesamten Himmels. Das liegt nach Ansicht der Fachleute an Schwerkraftwechselwirkungen der Milchstraße mit ihrem nächsten Nachbarn. Gemeint ist die große Magellanische Wolke, eine Zwerggalaxie, die etwa 160.000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Insgesamt konnten in der aktuellen Studie rund 1.300 Riesensterne identifiziert werden, die sich hinter der großen Magellanischen Wolke im galaktischen Halo häufen, also in unserem Halo. Die Gravitation der großen Magellanischen Wolke erzeugt einen Sog und zieht eine Spur von Riesensternen, Zitat, wie ein Schiff im Wasser hinter sich her. Und die Datenauswertung zeigt eine weitere spannende Erkenntnis. Demnach nähert sich die diffuse Zwerggalaxie unserer Galaxie immer mehr an. Vom galaktischen Zentrum ist sie nur noch 160.000 Lichtjahre entfernt. Somit bewegt sie sich innerhalb des Milchstraßen-Halos, also innerhalb unserer Galaxie quasi, und beeinflusst somit auch die Gravitationsbalance der Milchstraße. Sprich, diese Galaxie befindet sich bereits in unserer Galaxie. Die Fusion hat begonnen. Doch nicht nur das, auch eine schweifförmige Zone südlich der galaktischen Ebene wird von der großen Magellanischen Wolke beeinflusst. Man kann sie sich wie eine Art Kielwasser der Zwerggalaxie vorstellen. Die Magellanische Wolke bewegt sich also durch den Milchstraßen-Halo und das hinterlässt Spuren. Zum einen sind es Turbulenzen im Plasma und zum anderen aber auch in der dunklen Materie. Diese Auffälligkeiten und Turbulenzen sind an den Sternen ablesbar. Das kann man sich vorstellen wie die Blätter in einem See, denn diese verraten ja die Bewegungen des Wassers. Und dieses Kielwasser offenbart tatsächlich spannende Dinge. Denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind in der Lage, anhand der Stärke, Form und Größe abzuleiten, welcher Bahn die große Magellanische Wolke folgt und welchen Einfluss das auf die Milchstraße hat. Der aktuellen Analyse zufolge muss es sich bei den aktuellen Geschehnissen um die erste Passage der Zwerggalaxie überhaupt handeln. Demnach wurde sie möglicherweise erst vor wenigen 100 Millionen Jahren zum Begleiter der Milchstraße und ist gerade dabei, unsere Galaxie das erste Mal zu umkreisen. Dazu schreibt das Forschungsteam,
Der jetzt beobachtete, sehr starke lokale Schweif belegt, dass die Magellanschen Wolken noch bei ihrer ersten Passage um unsere Galaxie sind. Denn wenn die Wolken schon mehr als einen kompletten Orbit um die Milchstraße hinter sich hätten, wäre der Schweif schwächer und vielleicht gar nicht mehr detektierbar. Die neue Karte der äußeren Milchstraße könnte zudem auch spannende Hinweise auf die Natur der dunklen Materie liefern. Auch hier wieder im Fokus die schweifförmige Kielwelle der Magellanschen Wolke. Diese Spur und vor allem deren Stärke und Form könnten tatsächlich die Eigenschaften, Beschaffenheit und Verhalten der mysteriösen dunklen Materie offenbaren. Dazu schreibt das Forschungsteam, das ist ähnlich wie bei der Kielwelle eines Boots, die sich verändert, wenn man durch Honig statt Wasser fahren würde, weil die Kielwelle von der gesamten Schwerkraft geprägt wird und nicht nur der sichtbaren Sterne ist ihre Existenz und Morphologie ein stringenter Test für die Nicht-Standard-Modelle wie Fuzzy Dark Matter oder selbst interagierende dunkle Materie und auch für alternative Modelle der Gravitation. Die Fachleute gehen davon aus, dass die Interaktion zwischen der großen Magellanschen Wolke und der dunklen Materie enormen Einfluss auf unsere Heimatgalaxie hat. Die große Magellanschen Wolke wird demnach von der dunklen Materie in ihrer Geschwindigkeit gedrosselt. Das führt dazu, dass ihr Orbit immer kleiner wird, also sie in immer engeren Kreisen um unsere Milchstraße sich bewegt. Die Folge davon eine Kollision zwischen Milchstraße und der Zwerggalaxie. Laut der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen wir möglicherweise in etwa 2 Milliarden Jahren mit diesem Ereignis rechnen. Doch noch ist das Forschungsteam dabei, die neue Karte und die Daten, die dahinter stecken, mit anderen Modellen und Beobachtungen zu vergleichen und genauer zu analysieren. Kollision unserer Milchstraße mit der Andromeda-Galaxie hat begonnen. Sehr spannendes Video. Also anklicken, anschauen und abonnieren diesen Kanal. Klicks um Science and Future. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.